Sie sind hier, 6. Juli 2018, 13.31 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht erstmals über die Patzer von Loris Karius im CL-Finale. Erst Franz Beckenbauer bringt ihn auf die richtige Diagnose. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat sich erstmals zur Gehirnerschütterung von Torhüter Loris Karius im Finale der Champions League geäußert und seinen Schützling nach dessen schweren Patzern verteidigt. Wir benutzen es nicht als Entschuldigung, wir benutzen es als Erklärung, sagte Klopp im Gespräch mit dem Liverpooler Vereinssender LFC TV. Demnach hatte Klopp 4 Tage nach dem Finale, welches Liverpool mit 1:3 gegen Real Madrid in Kiew verlor, einen Anruf von Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer erhalten, der ihm sagte, ich komme gerade vom Arzt, sein Torhüter hatte eine Gehirnerschütterung. Ramos trifft Karius mit Ellbogen. Real, Kapitän Sergio Ramos hatte Karius in der 49. Minute mit dem Ellbogen am Kopf getroffen. Der Keeper war daraufhin zu Boden gegangen. 2 Minuten später warf Karius den Ball, möglicherweise wegen der Sehstörung, direkt auf den Fuß von Realstürmer Karim Benzema, der so das 1:0 für Madrid erzielte. Kurz vor Schluss rutschte Karius dann auch noch der Ball nach einem harmlosen Distanzschuss von Gareth Bale durch die Hände. Erst nach Beckenbauers Hinweis sah sich der frühere BVB-Trainer Klopp die Szenen aus dem Finale nochmal an und schickte Karius zum Arzt. 5 Tage nach dem Finale hatte er 26 von 30 Anzeichen für eine Gehirnerschütterung, sagte Klopp. Er bekam einen Schlag auf den Kopf, wusste aber nicht, dass es eine Gehirnerschütterung war. Bei all der Intensität und dem Adrenalin hat niemand wirklich darüber nachgedacht. Klopp, Gehirnerschütterung. Die Erklärung, der 51-jährige Klopp besteht darauf, dass Karius die Fehler im Champions-League-Finale hinter sich lässt. So ist es nun mal. Sie machen einen Fehler, den sie nicht mehr ändern können. Für mich ist die Gehirnerschütterung zu 100% die Erklärung. Am Samstag soll Karius bei Liverpools erstem Vorbereitungsspiel auf die neue Premier League-Saison gegen den Chester FC 16:00 Uhr wieder zwischen den Pfosten stehen. Zuletzt waren die Reds immer wieder mit Jan Oblak von Atletico Madrid als auch dem brasilianischen Nationaltorhüter Alisson in Verbindung gebracht worden. Punkt. Wie der Mirror berichtet, habe Klopp nun jedoch entschieden, weiterhin auf Karius setzen zu wollen.